Pauline, Freunde und sowieso. Ey, ich hab hier was entdeckt. Schau dir mal her. Da, ne? Da steht Bunsen raus. Aha, nicht schlecht. Jetzt frage ich mich ganz einfach. Also ich finde, das ist ja ein wenig oberflächlich, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist. Wo sollen denn die hin? Also wenn die irgendwo drin sind, müssen sie raus, okay. Aber wenn die irgendwo rausgehen, müssen sie ja wieder irgendwo rein, ne? Und das ist wahrscheinlich das Thema, ne? Was keiner genau bedacht hat, wenn er einfach dann anschreibt, Bunsen raus. Und wenn die Bunsen dann raus sind, wer geht denn dann da rein? Ist denn da schon einer da? Also, mir ist das nicht ganz klar, ne? Aber wenn man bedenkt, das Bunsen soll angeblich reicher sein als die reichsten Reichen der Reichen, ne? Aber jetzt ist mir was eingefallen, ne? Schauen wir uns das nochmal an. Wenn man bedenkt, ne, dass derjenige, der da draufgeschrieben hat, Bunsen raus, total reich ist, ne? Und zwar ist er reich, weil er eine Idee gehabt hat. Die Idee war, das Bunsen raus da drauf zu sprühen. Das ist ja mit Spraydosen, ist ja auch nicht so einfach, ne? Und dann hat er aus dieser Idee, also Idee ist ja das gleiche wie ein Traum, ne? Und er hat seinen Traum verwirklicht. Er hat also mit der Spraydosen, hat er jetzt tatsächlich das da drauf gesprüht. Und dazu gehört Handlungsplanung, also man muss die Handlung planen können und man muss sie ausführen können. Und das führt zum Erfolg. Also ist es doch ein sehr erfolgreicher Mensch, ne? Also das muss man doch einfach mal betonen. Gucken wir uns das nochmal an. Also, das Bunsen raus ist von einem sehr reichen Menschen gestaltet worden. Vielen Dank. Man soll ja auch mal Dankeschön sagen. Ne? Und jetzt ein letzter Blick nach oben. Da haben wir ein Windrad. Das sind die modernen Windmühlen. Ich frage mich bloß, wer die aufgestellt hat. Und tschüss.